Ja, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einem neuen Review hier bei Gamers Gear. Ich habe auf meinem Tisch stehen das Asus ROG Delta Gaming Headset. Ist Hi-Res Audio zertifiziert und hat einen Quad-DAC verbaut. Was das bedeutet und warum man damit wirklich jeden Gegner hören kann im Spiel, das werde ich jetzt mal rausfinden. Und hier liegt bereit das Asus ROG Delta Gaming Headset mit der Quad-DAC-Technologie mit Hi-Res Audio-Zertifizierung. Werden wir gleich mal gucken, was das ist. Im Lieferumfang haben wir hier Quickstarter Guide, Garantiebeleg und natürlich, wenn wir hier diese schicke Box aufklappen, eine Nachricht von ROG. Danke, dass wir hier dran teilnehmen an der ganzen Geschichte. Und natürlich das Headset. Ich habe das jetzt hier, nicht wundern, schon mal angeschlossen, denn es sieht verdammt nice aus. Wir haben also hier ein wirklich sehr, sehr schön verarbeitetes Headset mit der Delta-Form, also mit diesem Triangle. Deswegen heißt sie auch ROG Delta und ist vom Design her wirklich mal was anderes. Nicht standardrunde Ohrmuscheln, wie es bei den herkömmlichen Headsets sind, sondern wirklich dieses Triangle-Design mit dem wunderschönen hellen RGB-Ton. Und das sieht meiner Meinung nach richtig cool aus. Was mir persönlich auffällt, ist, dass wir hier zwei verschiedene Farbgebungen haben in dem ganzen Headset. Einmal dieses Silbergrau und natürlich das Schwarz durch das Proteinleder und auch durch diese Softtouch-Oberfläche hier. Von der Verarbeitung her ist das Headset wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr flexibel, aber doch stabil und robust. Wir haben einen Mix aus Kunststoff und Aluminium, was das ganze Headset wirklich sehr flexibel und auch sehr, sehr leicht auf dem Kopf macht, trotz seines Gewichts von 387 Gramm. Und wir gucken mal hier von der Verarbeitung her. Die Bügel sind hier mit Aluminium verstärkt. Man hat hier die Möglichkeit, dann das Headset größer und kleiner zu stellen, um sich das dem Kopf anzupassen. Natürlich der Kopfbügel überzogen mit Proteinleder, was wirklich sehr angenehm ist. Könnte meiner Meinung nach ein bisschen mehr gepolstert sein. Hier oben nochmal das Republic of Gamers, der Republic of Gamers Schriftzug. Also wirklich sehr, sehr schick gestaltet. Die Ohrpolster sind in dieser Delta-Form, weil es sich einfach dem menschlichen Ohr anpasst. Also es sieht aus wie so ein D. So sehen halt auch normalerweise die Ohren aus. Ich glaube aber, dass die Form nicht für jedes Ohr gedacht sind, denn es gibt ja verschiedene Menschen, haben natürlich auch verschiedene Ohren. Aber für den Großteil sollte das richtig gut passen. Wir haben jetzt auch bei den Kopfhörern hier zwei verschiedene Leder, also zwei verschiedene Ohrpolsterungen. Einmal das Proteinleder, was wirklich sehr, sehr weich ist, ist aber von der Stärke her ein bisschen dünner als das Mesh. Das ist dieser Meshstoff, was aber hybrid ist. Man hat hier, sieht man hier innen auch noch mal ein bisschen Proteinleder. Hängt einfach damit zusammen, dass man hier nicht den Sound verliert durch das Mesh, sondern dass man auch hier bei dem Stoff noch schön abgeschirmt ist von der Außenwelt. Ich persönlich finde Mesh besser, weil es einfach atmungsaktiver ist. Natürlich hat man hier eine bessere Abschirmung und es ist ein bisschen weicher. Da könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, welcher Fan ihr seid. Entweder Team Mesh oder Team Proteinleder. Dann, wenn wir das Headset nach unten drehen, sehen wir hier die zwei zusätzlichen Knöpfe bzw. zwei zusätzlichen Schalter, um einfach schnell nochmal hier am Headset ein bisschen was einzustellen. Wir haben hier die Möglichkeit, die RGB-Beleuchtung aus- oder anzustellen mit dem Knopf. Dann noch hier einen Lautstärkeregler und wenn wir das Mikro angeschlossen haben, können wir hier den Lautstärkeregler, also den kann man auch so runterdrücken, aber dann hat das auch einen Effekt. Dann leuchtet hier die Lampe rot und das Mikrofon ist gemutet. Ansonsten machst du den Sound leiser oder lauter. Dann natürlich zum Schluss hier das Kabel, was ich ein bisschen schade finde, dass man das Kabel nicht abnehmen kann. Denn hat man einmal hier einen Kabelbruch, kann man sich direkt ein neues Headset kaufen. Das ist ein bisschen blöd gelöst hier von Asus ROG. Schade, aber wir haben hier die Möglichkeit, ist ja schon verbunden mit, wir haben hier USB-C-Anschlüsse. Diese USB-C-Anschlüsse sind natürlich auch sehr gut für die Konsole geeignet und fürs Handy, so dass ihr das Headset und natürlich also die Kopfhörer auch unterwegs nutzen könnt. Daher natürlich auch die Möglichkeit, das Mikrofon abzustecken. Aber der Adapter für den PC ist natürlich da, falls ihr keinen USB-C-Anschluss am PC habt, zu USB 2.0.
um das Headset dann ganz entspannt mit dem PC verbinden zu können. Tja, vom Tragekomfort ist das Headset auch wirklich sehr, sehr angenehm. Die Bügel sind nicht zu fest am Kopf, also es sitzt sehr locker auf, obwohl es halt wirklich dieses Gewicht von 387 Gramm hat. Man hat hier durch die Ohrpolster und durch die Flexibilität der Ohrmuscheln auch die Möglichkeit, sich das Headset so an den Kopf zu drücken, wie man das gerne hat, was halt wirklich eine sehr, sehr angenehme ergonomische Position ist. Mir gefallen auch die Delta-Form-Kopfhörer sehr, sehr gut. Die liegen wirklich sehr, sehr entspannt auf. Bei den verschiedenen Ohrpolstern ist es für mich als Brillenträger auch wirklich sehr, sehr angenehm. Bei den Protein-Lederpolstern habe ich das Gefühl nach mehreren Stunden, dass es wirklich anfängt, also dass mein Ohr anfängt zu schwitzen. Das ist halt dann nach der Zeit ein bisschen unangenehm. Dafür gibt es aber zum Glück die Mesh-Kopfhörer, die mir persönlich besser gefallen, weil sie einfach atmungsaktiver sind. Und man hat trotzdem so ein bisschen die Abschirmung zur Außenwelt. Es ist nicht ganz so gut wie bei den Proteinleder-Ohrpolstern, aber man muss halt immer differenzieren, was braucht man, was möchte man. Und man muss halt bei beiden Sachen Abstriche machen. Aber ansonsten bin ich mit dem Komfort der Kopfhörer wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Der nächste Punkt, den wir natürlich jetzt mal testen, was mir auch persönlich sehr, sehr wichtig ist bei dem Headset, ist natürlich das Mikrofon. Und wie sich das Mikrofon anhört, das finden wir jetzt mal raus. So, und das ist der Mikrofontest vom Asus ROG Delta Gaming Headsets. Und ich muss sagen, die Qualität von dem Mikro ist richtig gut. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Mikrofonquali auch so gut findet, ob ihr euch vielleicht mehr erhofft habt oder ob das komplett ausreicht. Meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Qualität und da bin ich sehr überrascht. Also die Technik bei dem Headset ist natürlich was richtig Besonderes, denn das Asus ROG Delta hat hier eine Quad DAC verbaut, bedeutet Digital to Analog Converter. Das heißt, wir haben hier in den Ohrmuscheln bei dem Treiber 4 Chipsätze liegen. Diese Chipsätze sind dazu da, um den Sound in ein elektrisches Signal umzuwandeln, um sozusagen störfrei zu gestalten und den Frequenzbereich noch mal ein bisschen zu erhöhen. Das Ganze wird in 4 Signale bzw. in 4 Frequenzbereiche eingeteilt. Einmal der Bass, die Mitten, die Höhen und dann die Ultrahöhen. Diese ganzen Signale werden dann zusammengeführt und damit hat man sozusagen einen klareren Klang und einen unglaublichen Signalrauschabstand von 127 Dezibel, was wesentlich lauter ist als bei herkömmlichen Headsets auf dem Markt. Und das hat den Vorteil, dass man Schritte, Schüsse, Gegner besser in der Umgebung lokalisieren kann und einfach einen klareren und störfreien Sound hat. Das Ganze ist natürlich, also ist ein bisschen verwinkelt, also ein bisschen komplex, dieses ganze System. Man hat hier nämlich so eine exklusive Hypergrounding-Technologie drin, bedeutet, das sind mehrschichtige Leiterplatten in einem speziellen Layout-Design, die dann sozusagen diese elektromagnetischen Störungen vermeiden. Und somit hat man nochmal eine Reduzierung der Störsignale, dadurch, dass man auch hier mit elektromagnetischen Signalen arbeitet, durch diesen Digital Audio Converter. Und das macht einfach den Sound wirklich sehr, sehr angenehm. Das Coole an der ganzen Geschichte ist, wir haben hier eine Audiosignal-Diversion-Technologie. Also die niedrigen und mittleren Frequenzen, Bass- und Mittelfrequenzen, werden in der Mitte des Lautsprechers ausgegeben und die hohen Frequenzen im Außenbereich. Sozusagen, also dadurch werden ja die Frequenzbereiche getrennt und man hat einfach ein klareres Klangbild. Zusätzlich sind die Treiber auch um 12 Grad angewinkelt, um sich auch den natürlichen Winkeln des Ohrs dann anzupassen. Und die ganze Technologie hier ist halt wirklich was Besonderes. Also man hört auch den Unterschied zu herkömmlichen Headsets. So, natürlich können wir auch über die Software noch ein paar Sachen einstellen. Das Bild ist ein bisschen dunkel, damit ihr hier die RGB-Beleuchtung seht. Dazu brauchen wir Asus Aura, ist eine Möglichkeit, um eure ganzen Asus ROG-Produkte zu synchronisieren. Und da haben wir hier verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Farben statisch anzeigen zu lassen. Mal ein schönes Lila, ein helles Grün. Ändert sich ja dann alles, wenn man auf Übernehmen klickt. Ich komme mal hier ein bisschen näher, so dass ihr es vielleicht seht. Dann verschiedene Möglichkeiten wie Regenbogen, wo dann wirklich die Farben in verschiedenen Art und Weisen dann über die hellen RGB-Zonen drüber gleiten, um da wirklich ein schönes Farbspiel zu kreieren. Ein grünen Komet, der dann das hätte. Also gibt wirklich sehr, sehr coole Effekte. Kann man nicht meckern. Ist aber auch das Einzige, was man hier einstellen kann.
Mehr braucht man eigentlich auch nicht. Der Sound an sich ist ja schon gut genug. Aber RGB-Beleuchtung zu individualisieren ist schon mal eine coole Sache. Tja, das Headset ist vom Einsatzgebiet her im Gaming-Bereich wirklich sehr, 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 sehr gut. Für den stolzen Preis von 200 € haben wir hier wirklich ein sehr, sehr gutes Headset, was vom Design her einfach geil aussieht. Wir haben keine klassischen ovalen Ohrmuscheln oder rund oder wie auch immer, was man in den Standard Gaming Kopfhörern hat, sondern wirklich diese Delta Form mit diesen ultra hellen RGB Zonen an der Seite, die man auch separat noch einstellen kann über die Software. Und die Technik, die da drin verbaut ist, ist einfach Wahnsinn. Also in den Games habe ich schon gemerkt, dass man die Gegner besser hören kann. Ist vom Sound her wirklich sehr, sehr gut. Mir fehlt da so ein bisschen der Bass an der ganzen Geschichte. Man hat wirklich einen sehr, sehr klaren Sound, aber der Bass kommt mir da ein bisschen zu kurz. Das finde ich auch ein bisschen schade bei der Musik. Wenn ich da ein bisschen Metal höre, dann brauche ich halt, ne, muss es halt ordentlich krachen. Das ist ein bisschen schade, aber ansonsten die Funktionalität, dass man das auch unterwegs am Handy nutzen kann oder an den Konsolen, an der Nintendo Switch, ist einfach klasse, finde ich sehr, sehr gut. Hat man wirklich ein bisschen nachgedacht an der ganzen Geschichte. Und ansonsten wirklich ein Top-Headset. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Headset haltet und was ich bei dem Review vielleicht nicht erwähnt habe, was euch noch interessiert. Dann können wir das gerne in den Kommentaren nochmal ausdiskutieren. Ansonsten wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit. Bis zum nächsten Video. Viel Spaß, macht's gut und tschüss.